Hallöchen, ihr Lieben. Vor einiger Zeit habe ich ja angefangen, mit euch die Balkon- und Gartenverschönerung anzugehen. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man diese Blumenampel häkelt, beziehungsweise dieses Gitter dafür. Dieses Körbchen, wo man das, den Blumentopf dann reinhängt und dann wunderbar aufhängen kann. An Balkonbrüstungen oder vielleicht irgendwo im Garten. Und ja, wie gesagt, in diesem Video zeige ich euch, wie es geht, damit wir Stück für Stück weiter unser Eigenheim oder andere Orte verschönern können. Und so sieht das Ganze dann von Weitem aus. Und jetzt erkläre ich euch, wie es geht und was ihr dafür braucht. So, als Material verwende ich 100% Baumwollgarn. Das ist hier so ein Topflappengarn, das Tonja von Relana. Erhältlich in ganz vielen unterschiedlichen Farben in meinem Shop. Den Link findet ihr in der Infobox direkt unter diesem Video. Und für dieses Video verwende ich die Farbe Grün, damit man es am besten sehen kann mit hier diesem leichten Terrakotta-Ton vom Blumentopf. Unten habe ich natürlich schwarz, weil das einfach besser aussieht, sonst wäre das übermäßig an Farbe mit den Regenbogenstangen, die ich behäkelt habe. Also hier in Grün. Pro Topf verwende ich 2 Knäule, also 100 Gramm von diesem Topflappengarn. Häkelnadel der Stärke 3,5. Ihr benötigt natürlich eine Schere und eine Wollnadel. Und zum Aufhängen nehme ich einen Ring von einem Schlüsselbund. So ein Schlüsselanhängerring. Ihr könnt natürlich auch Haken verwenden, falls ihr irgendwie was anderes im Baumarkt oder so findet. Das habe ich hier im Bastelzubehör-Shop gekauft. Als Blumentopf solltet ihr einen etwas größeren nehmen, selbstverständlich. Dieser hier hat ungefähr 19 cm Durchmesser. Unten habe ich 20 cm Durchmesser. Also in diesem Dreh sollte sich das bewegen, damit man das schön sehen kann und damit das auch gut wirken kann. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Achso, zum Abschluss sei noch erwähnt, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich selbstverständlich über Gefällt mir Däumchen freuen. Und wenn ihr das nicht schon längst getan habt, natürlich auch, dass wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten loslegen. Für Fragen zu Häkelanleitungen könnt ihr jederzeit meine Facebook-Gruppe nutzen. Den Link findet ihr auch unter diesem Video in der Infobox. Dort kann sich jeder gegenseitig helfen, rund um die Uhr und zu allen möglichen Häkelanleitungen von mir Fragen stellen, aber auch Fotos von fertigen Werken hochladen. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich nehme zu Beginn erst einmal eine Masche auf die Nadel auf. Und häkel dann 8 Luftmaschen. Dann steche ich hier vorne in die erste Luftmasche ein und schließe das alles mit einer Kettmasche zu einer Runde. Dann haben wir hier so ein kleines Löchlein. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen. Diese 4 Luftmaschen sind als Ersatz für das erste Doppelstäbchen, denn wir häkeln die Basis unter dem Topf mit Doppelstäbchen. Dafür schlagen wir die Nadel 2-mal ein und hier in diese Runde häkeln wir insgesamt 17 Doppelstäbchen, sodass wir am Ende mit dem Ersatz Doppelstäbchen auf 18 Doppelstäbchen kommen. Also die Nadel 2-mal einschlagen und dann immer abmaschen, Schritt für Schritt. Ich freue mich schon sehr auf eure Fotos von euren fertigen Blumenampeln, wie sie in eurem Garten oder bei euch auf dem Balkon, vielleicht aber auch bei euch im Wohnzimmer platziert werden. Am Fenster zum Beispiel kann man ja auch einen Haken mit Dübel oben in die Decke oder da, wo das Fenster hängt, einbohren.
und an diesem Haken dann mit diesem Schlüsselanhängerring die Blumenampel aufhängen. Man sollte dann natürlich selbstverständlich einen, sozusagen so einen Untersetzer mit dem Blumentopf in die Blumenampel reinstecken, sonst plattert das ganze Gießwasser immer bei euch auf die Fensterbank. Das wäre natürlich unschön, aber wäre natürlich auch eine Idee, wer keinen Garten hat oder keinen Balkon, kann natürlich eben auch so eine Blumenampel für sich, fürs Wohnzimmer häkeln. Vielleicht auch Kunstblumen reinhäkeln, habe ich ja auch schon ein paar Anleitungen für. Ich häkel jetzt entsprechend vor und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt. So, wenn ihr dann inklusive dieses Ersatzdoppelstäbchens insgesamt 18 Doppelstäbchen habt, dann stecht ihr hier oben in die vierte Luftmasche vom Anfang ein und häkelt eine Kettmasche, um das Ganze zur Runde zu schließen. Könnt ihr hier an diesem Anfangsfaden ein bisschen zuziehen. So, und in der zweiten Runde müssen alle Doppelstäbchen verdoppelt werden. Das heißt, wir beginnen wieder mit vier Luftmaschen als Ersatz für das erste Doppelstäbchen und stechen hier in die gleiche Masche ein, hier unten. Und häkeln hier noch ein weiteres Doppelstäbchen. Das heißt also, in jede Masche der Vorrunde müssen zwei Doppelstäbchen gehäkelt werden, sodass wir am Ende auf 36 Maschen kommen. Also dann gehen wir das nächste hier nebenan. Und denkt bitte daran, unbedingt 100%iges Baumwollgarn zu verwenden. Das ist am robustesten, hält mehr aus. Wenn da jetzt zu viel Acrylanteil zum Beispiel drin ist oder 100% Acrylgarn, dann hängt sich das sehr schnell aus, könnte vielleicht sogar unter Umständen reißen, wenn der Topf zu schwer ist mit der Blumenerde. Und das wäre natürlich alles richtig blöd. Also achtet darauf, dass ihr 100%iges Topflappen, also Baumwollgarn benutzt. Topflappengarn ist das stabilste und robusteste. Und wie gesagt, dieses hier bekommt ihr bei mir im Shop in vielen unterschiedlichen Farben. Das Tonja, also den Link dafür, den habe ich euch auch in der Infobox unter diesem Video hinterlegt. Und wie gesagt, ich freue mich schon auf eure Fotos. Die könnt ihr auch in meiner Facebook-Gruppe posten von euren fertigen Blumenampeln. Oder bei Instagram zum Beispiel könnt ihr mich verlinken. Und ich bin immer ganz begeistert, was ich so von euch sehe, was ihr Schönes gehäkelt habt. Und wie zum Beispiel ihr dann auch euren Balkon, euren Garten oder ja, vielleicht auch euer Wohnzimmer verschönert. Und ganz viele Farben zusammen mit Blumen, ganz vielen kunterbunten Blümchen. Ich habe ja bei mir unten, ich weiß nicht, ob ihr das erkannt habt, ein paar Petunien. Ich bin ja ein absoluter Petunien-Fan. Ich weiß nicht, was eure Lieblingsblumen für Balkon und Garten und so weiter sind. Aber ich habe mich wirklich sehr in diese Blümchen verliebt. Ich hatte sie letztes Jahr zum ersten Mal. Und habe gesagt, die müssen in diesem Jahr sofort wieder her. Und dann habe ich sie mir geholt und bin super begeistert. Und die wachsen ja auch wie sonst was und gehen in die Breite und eignen sich deshalb wunderbar für Blumenampeln. Und kann ich euch nur empfehlen, euch Petunien zu besorgen für eure Blumenampeln, wenn ihr die auch mögt. Und wie gesagt, ich häkel jetzt hier erstmal weiter in jede Masche zwei Doppelstäbchen und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder. So, ich bin jetzt hier einmal rum und steche hier oben wieder ein am Anfang und häkel eine Kettmasche, um die Runde zu schließen. Theoretisch bei dem 20er Topf, bei dem 20 cm Durchmessertopf, die ich unten schon zu zweit hängen habe, habe ich jetzt noch eine dritte Runde mit Doppelstäbchen gehäkelt. Also hätte dann begonnen oder habe dann begonnen hier mit vier Luftmaschen und dann wird nur noch jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt, in die nächste einstechen, zwei Doppelstäbchen, dann hier ein Doppelstäbchen. In die nächste wieder zwei Doppelstäbchen häkeln, wieder ein Doppelstäbchen und so weiter ringsherum. Und dann wieder mit einer Kettmasche zur Runde schließen. Bei dem 19er Topf
habe ich mich dazu entschlossen, das nicht zu machen. Es sollte ungefähr so sein, ich hoffe, dass man das gut erkennen kann, dass der Topf unten so weit bedeckt ist, dass mit den Doppelstäbchen eine Runde Doppelstäbchen frei ist. Das heißt also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also dass nicht der komplette untere Boden mit Doppelstäbchen bedeckt ist, sondern nur so weit, dass theoretisch nur noch eine Runde Doppelstäbchen Platz hätte. Die lassen wir frei, da häkeln wir keine Doppelstäbchen mehr. Also nicht bis hierhin Doppelstäbchen häkeln. Das wäre zu viel, dann würde das Ganze viel zu groß werden. Das seht ihr gleich, wenn wir jetzt mit dem Netz anfangen. Das ist jetzt nämlich nur der Boden, der Anfang sozusagen. Und jetzt erkläre ich euch das Netz. So, wir beginnen mit einer Luftmasche, stechen hier unten wieder in die gleiche Masche rein und häkeln eine feste Masche. Dann häkeln wir vier Luftmaschen, überspringen hier die nächste Masche und gehen in die übernächste und häkeln eine feste Masche. Und jetzt immer durchgehend im Wechsel vier Luftmaschen. Hier unten eine Masche überspringen, in die nächste einstechen und eine feste Masche häkeln. Vier Luftmaschen. Unten eine überspringen und in die nächste eine feste Masche. Vier Luftmaschen. Unten eine überspringen, in die nächste eine feste Masche. So. So, ich häkle jetzt weiter und dann zeige ich euch gleich im nächsten Schritt, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt einmal rum und habe jetzt hier nochmal die letzten vier Luftmaschen gehäkelt. Steche jetzt hier vorne in die feste Masche ein. Und häkel eine Kettmasche, um die Runde zu schließen. So, und jetzt geht es darum, hier in diesem Bogen weiterzumachen. Wir häkeln jetzt nur noch von Bogen zu Bogen. Das heißt, ich steche jetzt hier in die Mitte ein, häkel eine Kettmasche, steche nochmal ein und häkel eine feste Masche. Jetzt bin ich hier oben am Bogen. Vier Luftmaschen, hier einstechen oder hier durchstechen und eine feste Masche. Vier Luftmaschen, in den nächsten Bogen gehen und eine feste Masche häkeln. Und so weiter und so fort. Es wird dann immer hier hinten wieder mit einer Kettmasche in die feste Masche die Runde geschlossen. Dann wird wieder eine Kettmasche hier in den Bogen rein und eine feste Masche und dann kann die nächste Runde begonnen werden. Vier Luftmaschen, eine feste Masche. Vier Luftmaschen, eine feste Masche. Und immer wieder hier am Ende in die feste Masche vom Anfang eine Kettmasche häkeln, dann hier eine Kettmasche rein und eine feste und dann geht die nächste Runde wieder von vorne los. Und so häkeln wir jetzt Runde für Runde. Und dann zeige ich euch an gegebener Stelle, wie es weitergeht. So sieht das Ganze dann auf der Unterseite aus. Und ich habe gerade eben abgemessen, da ich ja bis jetzt nur für 20 cm Durchmessertöpfe gehäkelt habe, jetzt zum ersten Mal den 19er hier habe. Es ist so, dass ihr bei den 20er cm Durchmessertöpfen, falls ihr so einen verwendet, bei diesen vier Luftmaschen bleiben könnt. Allerdings spannt es hier bei den 19er Töpfen, dadurch, dass wir hier ja eine Runde weniger Doppelstäbchen gehäkelt haben. Ich fange jetzt an, nach Runde 6 dann nicht mehr vier Luftmaschen hier zwischen zu häkeln, sondern dann fünf Luftmaschen und eine feste Masche in den nächsten Bogen. Also dran denken, gegebenenfalls mal überstülpen und ausprobieren.
Aber ich mache es jetzt so, dass ich nach Runde 6 dann anfange mit 5 Luftmaschen und eine feste Masche immer im Wechsel zu häkeln. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es nachher bei euch nicht zu eng wird, wenn ihr so weiter häkeln würdet. Und ja, ich häkel jetzt erstmal weiter und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, ich habe jetzt so weit gehäkelt, dass wenn ich das ein kleines bisschen dehne, hier unten diesen Rand berührt von dem Blumentopf. Und dann ist es Zeit, die vorletzte Runde zu häkeln, also in den Abschluss zu gehen. Und ich erkläre euch jetzt, wie das geht. Also, Moment. So, hier. Und zwar bei dem 20er Topf, den ich gehäkelt habe, da habe ich ja gesagt, dass ich bei diesen 4 Luftmaschen plus eine feste Masche geblieben bin. Und hier bin ich ja bei den 5 Luftmaschen und eine feste Masche immer im Wechsel. Bei dem 19er Topf. Und es ist jetzt so, dass wir hier keinen Bogen, kein Netz mehr machen wollen, sondern eine gerade Linie häkeln wollen. Und deshalb ist es hier, wir haben bislang hier 5 Luftmaschen und eine feste gehäkelt und in der vorletzten Runde häkeln wir nicht mehr 5 Luftmaschen und eine feste Masche, sondern nur noch 4 und eine feste Masche. Bei dem 20er Topf, wo ich wie gesagt hier 4 Luftmaschen plus eine feste Masche gehäkelt habe, häkel ich dann hier zwischen 3 Luftmaschen und eine feste. Also immer eine Luftmasche weniger als im Vorfeld. 1, 2, 3, 4 und eine feste. 1, 2, 3, 4 und eine feste Masche. Und wie gesagt, bei dem anderen Topf, wo ich hier mit 4 Luftmaschen und eine feste gearbeitet habe, häkel ich hier zwischen nur noch 3 Luftmaschen. So, und das mache ich jetzt die ganze Runde lang und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder. So, in der letzten Runde angekommen, beginne ich natürlich wieder mit einer Luftmasche und häkel hier direkt eine feste Masche hinein. Und dann in die Bögen 4 feste Maschen. Wenn ihr hier zwischen nur diese 3 Luftmaschen gehäkelt habt, dann häkelt ihr natürlich 3 feste Maschen. Also immer so viele feste Maschen, wie ihr in der vorherigen Runde an Luftmaschen hier zwischen gehäkelt habt. Dann in die feste Masche der Vorreihe auch eine feste Masche häkeln. Und hier häkel ich dann wieder 4 feste Maschen. Diese Runde ist wichtig, damit stabilisieren wir dieses Auffangnetz, dieses Netz, wo der Korb oder der Topf, Wortfindungsschwierigkeiten, dieser Blumentopf dann später reinkommt. Dadurch wird das Ganze hier ein bisschen stabilisiert, weil wir ja noch die Träger häkeln, wo das Ganze dann aufgehängt wird. Und jetzt häkel ich erstmal diese Runde zu Ende und melde mich gleich bei euch wieder mit dem nächsten Schritt. Wenn ihr dann einmal ringsherum gehäkelt habt mit den festen Maschen, so wie ich hier, dann geht es direkt in den Träger über, den ersten von insgesamt 2, den wir häkeln. Und der erste, der ist direkt hier dran gehäkelt an dem Netz und der andere wird einfach so in Reihen gehäkelt und später an beiden Seiten angenäht. Der erste, wie gesagt, fängt hier an und wird später auf der gegenüberliegenden Seite angenäht. So, und ihr müsst entscheiden, wie lang diese Träger für euch werden sollen. Ich habe mich für eine Länge entschieden von insgesamt 150 Luftmaschen, die ich jetzt erstmal häkle und dann 2 Reihen feste Maschen. Also mitzählen. Also ich, wie gesagt, häkle jetzt erstmal 150 Luftmaschen. Und häkel 2 Reihen feste Maschen, also 150 plus eine Luftmasche.
Die brauchen wir ja, damit ich dann hier einstechen kann, um 150 feste Maschen zu häkeln. Also 150 plus 1. Und wenn ich hier angekommen bin wieder, also ich häkel dann ja hier die festen Maschen. Und wenn ich dann hier angekommen bin und die letzte feste Masche hier gehäkelt habe, dann steche ich hier in den Rand ein, häkel eine feste Masche und dann kann ich gleich wenden und hier auf der anderen Seite weiter häkeln. Also ich häkel jetzt erstmal meine Luftmaschenkette zu Ende, häkel die erste Reihe feste Maschen und dann zeige ich euch am besten diesen Schritt. Nicht, dass ihr nachher nur Fragezeichen habt, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid. Also ich häkel jetzt erstmal vor, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt hier an der Stelle angekommen, habe hier die ganze Reihe feste Maschen gehäkelt, bin wieder zurück hier an dieser Umrandung und wie ich schon sagte, steche ich hier in der Masche neben der letzten, die ich hier behäkelt habe, wo die Luftmaschenkette raus ist, ein und häkel eine Kettmasche, um dieses Bändchen hier zu befestigen an dem Rand, quasi, dass es nicht an einer Masche von hier aus hängt. Und dann kann ich gleich hier weiter häkeln mit festen Maschen. Und ich mache jetzt noch eine Reihe feste Maschen. Also insgesamt sind es dann zwei Reihen mit festen Maschen. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht, wenn ich hier diese Reihe fertig gehäkelt habe. So, ich habe jetzt hier auch die letzte Reihe an festen Maschen gehäkelt und den Faden bereits abgeschnitten. Ich habe einen längeren Faden dran gelassen, weil wir den ja noch benötigen, um den Träger auf dieser Seite anzunähen. Zum Abmaschen häkel ich nochmal eine Luftmasche, die ich hier schon gehäkelt habe. Also eine Luftmasche, den Faden komplett durchziehen und fest anziehen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann nehme ich jetzt den Ring von dem Schlüsselanhänger und fädel ihn schon mal durch. Und jetzt lege ich das Netz so vor mich hin, dass der Träger auf der anderen Seite mittig ist. Ich hoffe, dass ihr das gut sehen könnt von dieser Seite. Und jetzt streiche ich den Träger hier glatt, damit er nicht in sich verdreht ist. Nehme die Wollnadel und nähe den Träger jetzt auf der Seite fest und zwar auf der gleichen Höhe bzw. mittig, so wie der andere Träger auf der anderen Seite auch angebracht ist. Also so hier. Und hier steche ich mehrmals. Einmal von vorne nach hinten und dann auf der anderen Seite wieder von hinten nach vorne. Mehrere Stiche, damit das auch stabil genug hält. Also stabil ist und hält. So, und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann legt ihr das auf die Innenseite und stecht hier nochmal durch ein bis zwei Maschen durch. Und macht einen Doppelknoten, damit der Faden fixiert wird und nicht mehr aufgehen kann, sich nicht mehr lösen kann. Und zum Vernähen stecht ihr dann ein paar Mal mit der Nadel hier durch, auf der Rückseite. Und
und zieht den Faden auf die Innenseite der Blumenampel. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann könnt ihr den Faden abschneiden. Dann ist der Faden vernäht und mit dieser Seite seid ihr dann fertig. In der Zwischenzeit habe ich auch schon den anderen Träger gehäkelt. Hierfür habe ich nicht 150 Maschen plus eine, also 150 Luftmaschen plus eine gehäkelt, sondern 152 Luftmaschen plus eine weitere, weil wir ja hier das Stück brauchen, um das anzunähen. Das haben wir auf der einen Seite hier ja nicht, weil wir es dran gehäkelt haben. Deshalb brauchen wir zwei Luftmaschen mehr. Ihr dreht dann, wenn ihr den anderen Träger auch fertig gehäkelt habt, das Ganze so hin, dass der erste Träger links und rechts ist. Und dann habt ihr hier die Mitte und könnt auf die gleiche Art und Weise den anderen Träger auch annähen. Zuerst die eine Seite, dann die andere. Und nicht vergessen, bevor ihr die letzte Seite vom letzten Träger annäht, hier durch diesen Schlüsselring durchziehen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, alle Fäden vernäht habt, dann seid ihr fertig und könnt die Blumenampel, dieses Netz über den Blumentopf stülpen, bepflanzen und aufhängen. Und dann seid ihr fertig und ich hoffe, dass ich euch zu einer neuen Häkelidee inspirieren konnte und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und natürlich über reichlich Fotos von euren Blumenampeln. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne kreative Häkelzeit. Alles Liebe für euch, eure Romy. Bis dann. Tschüss.